muss ja auch mal mich nochmal heilen. Wir schlafen. Was? Nein! Was? Was ist denn jetzt passiert? Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Ja, wie ihr seht, habe ich mittlerweile ein paar weniger Haare im Gesicht. Das heißt, ihr könnt auch mal sehen, wieder, was mein Mund überhaupt so macht. Tja, in dem Fall wollen wir jetzt mal den guten Eldric dazu bitten, uns über den Abgrund zu teleportieren. Alle Teleporter in Kalador sind aktiviert. Alle, bis auf einen. Und der liegt auf der anderen Seite des Lavastroms. Es wird mich eine Menge Kraft kosten, wenn ich uns mit Hilfe der anderen dort hinüber teleportieren will. Nochmal zum Geisterritual. Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wussten nichts davon. Was mache ich doch mit Links? Wenn du das sagst. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja. Und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Sehr alt. Sogar älter als die Titanen dort. Es muss die Zeiten überdauert haben. Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Gut. Nochmal zum Geisterritual. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Wenn wir Glück haben, finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut, und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Das hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Und wer soll das sein? Der mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Bitte ihn um Hilfe. Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Die Idee ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihr... Wo soll ich ein so altes Wesen finden? Halte einfach die Augen und Ohren auf den Inseln der Südsee offen. Geht's nicht genauer? Vielleicht in den alten Tempeln der Eingeborenen. Sie haben die ältesten Gebäude dieser Region. Wenn ein solches Geschöpf wirklich noch existiert, wirst du dort zumindest Hinweise darauf finden. Lass uns den großen Wurf über den Lavastrom starten. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen, bevor die Schatten noch mehr Unheil anrichten. Folge mir zum Lavastrom. Dort werde ich dir erklären, wie das Ganze genau funktioniert. Du kannst sie nicht retten. Meine Zeit ist gekommen, in die Welt zurückzukehren und meinen Platz einzunehmen. Komm nur her. Ich warte. Na, dich kriegen wir auch noch. Mach dich bereit. Ich werde uns nun hinüber teleportieren. Fang an. Oh, nein, 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 nein. Das wollen wir ja mal sehen.
Gut, holen wir die anderen Krieger und versammeln uns erst einmal hier oben. Nun ist es soweit, meine Freunde. Heute zeigt sich, woraus ihr gemacht seid. Hört ihr den Ruf des dunklen Kriegers oder werdet ihr in der Finsternis untergehen? Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Nehmt eure Waffen, dunkle Krieger, und treibt das Unheil wieder zurück in die Löcher, aus denen sie gekrochen kamen. Oha. Das nimmt kein Ende. Also Eltik ist ja schon ziemlich praktisch. Oh, oh. Ah, verdammt. Schon mal so ein bisschen so massig geschlachtet, das hat schon was. Oh, what? Der hat mich doch noch ein paar Mal getroffen. So, ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu weit weg. Oh nein! Nein! Okay, dann machen wir es einfach so. Nochmals. So. Diesmal müssen wir jetzt nicht alles mitmachen, also das. So, okay, komm. Ich hab so eine Vermutung, wer so ein altes Wesen sein könnte. Das könnte so. Gut. Nun ist. So. Jetzt nochmal. Ich glaube, ich halte mich einfach an Eldrick. Und nochmal kurz, gleich haben wir einen. So, jetzt aber. Asche zu Asche. Das war's, glaube ich, schon. Diese Viecher sind eine Plage. Waren die Schergen jetzt eigentlich irgendwie sowas wie verwandelte Menschen? Na gut, ich kann ja auch zum Schergen werden, das haben sie am Anfang gesagt. Gut, jetzt laufen wir einfach mal weiter. Und ich weiß gar nicht, ob da jetzt da drin was zu finden ist. Ach so, wir machen jetzt hier wohl ein Lager auf. Ach scheiße, ich brauche ja Kugeln. Das habe ich ja auch total vergessen. Oh, gleich mal wieder heilen. Ich glaube, ich bin viel lieber hier hinten an die anderen ran. Ansonsten wird das nichts. Oh. Nein, 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 nein. Yep. So, jetzt aber. Ah, Mist. Dammter. Ich muss echt stärker werden. Ja, ich hoffe, die bleiben. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt bei mir bleiben. Wir müssen ja dann auch mal so ein bisschen gucken, wie wir am besten hier noch die, also das ausnutzen, dass wir die bei uns haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alle sind, wobei Wilson fehlt. Das Spiel ist also zurückgeblieben. Porter. Grog, sehr schön, das nehmen wir gleich mal mit. Bräuchten auch jemanden, bei dem wir mal irgendwie handeln können. Aber kein Flug. Sonst noch irgendwas? Nö. Bären. Na gut. Der Truhe wird wahrscheinlich auch nichts weiter sein.
So, wo ist Eldrick? Da ist Eldrick. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo in den Ruinen im Süden muss der Zauberspruch für dein Geisterritual zu finden sein. Du kannst dich im Süden umsehen. Wir werden uns hier für den Norden rüsten. Die ganze Region ist verseucht mit Schergen und oben im Norden vermute ich ihren Herrn, einen besonders bösartigen Schattenlord. Er ist es, der den Zweifel über das Volk von Kalador gebracht hat. Wir müssen ihn vernichten, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Sag mir einfach, wann wir mit dir in die Schlacht ziehen sollen. Wir werden auf dich warten. Okay, alles klar. Dann können wir auch mal die Mission mit den Feuern machen. Also mit dem Turmfeuer. Hier muss doch irgendjemand sein, bei dem wir handeln können. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Okay. Du willst also auch nicht mit mir reden? Wie sieht es bei dir aus, Sven? Auch nicht. Cyril? Lass uns handeln. Auch nicht so wirklich. Was kannst du mir über die grünen Feuer erzählen? Warte, was stand da nochmal in den alten Schriften? Seit jeher lodern die grünen Feuer auf, wenn ein schwarzer Schatten die Menschheit zu verschlingen droht. Und was heißt das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Das stand halt so in den Büchern. Unsere Vorväter sind schon ihrem Ruf gefolgt und nun ist es an der Zeit, dass wir das Gleiche tun. Aber da finde ich jetzt auch nicht so wirklich was Praktisches. Das waren, glaube ich, schon alle, oder? Gut. Ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Ja, das ist gut. Ein dunkler Krieger müsste die alten ruhmreichen Heldentaten meines Großonkels kennen. So, so. Jetzt ist er auch noch ein Held. Du hast doch keine Ahnung. Dann erzähl mir mehr von ihm. Randolf hat sich sehr um das Volk in Kalador verdient gemacht. Darum haben sie ihn sehr verehrt. Sein Land wäre genau der richtige Ort, um als Seefahrer den Lebensabend zu verbringen. Der Blick aufs Meer, die kühle Brise. Soviel ich weiß, fuhr Randolf nie zur See. Sicher? Nein. Frag die dunklen Krieger in der Zitadelle. Sie wissen mehr als ich. Nur sie werden mir bei meinem Geburtsrecht weiterhelfen können. Dein Geburtsrecht? Na, frag mal doch mal, wer da was weiß. Da weiß keiner was. Ich hab keine Zeit zu... Ja. Du weißt wahrscheinlich auch nichts. Nee, da muss irgendjemand das hinten wissen. Gucken wir aber trotzdem mal nochmal kurz hier ein bisschen... Oha. Da ist doch einer. Ich muss einfach nur alle hier runter zu Edward bin. Nee, Eldrick. Die machen das dann schon. Was haben wir denn hier wieder Schönes? So, jetzt. Mal sehen. Und in der Truhe Fackel, Gold, Papagei, Flug, Dekoromantie. Na gut. Da habe ich alles schon mal Besseres gesehen. Aber wir wollen ja nicht meckern. Oh, das sind noch mehr, ein ganzer Haufen. Nee, wir wollen ja auch erstmal da gar nicht in Richtung des... Schönen Südens. Wir möchten ja ein bisschen weiter runter. Wir müssen ja auch mal gucken, wo hier diese ganzen Moordinger sind. Irgendwo hier unten. Ich glaube, da gucken wir auch mal ganz kurz. So, das ist der Weg von der Karte. Ja. Und wir finden dort unten wundervollerweise. Das nimmt kein Ende. Oh Mann, echt heftige Viecher. Oh nein, nicht so ein mega, mega schneller schwarzer Ghoul. Ah, oh, so viele auch noch. Geht's? Oh Mann. Mann. Das sieht aus, dass ich da noch eine Trophäe rausbekomme. Ah, oh, scheiße, da noch Dunkeldürer. Oh nein. Mist.
Das hat wehgetan. Jetzt aber. Na komm. So, mal sehen, was wird mit dem beim schwarzen Gu jetzt noch. Ah, jetzt haben wir auch noch Krallen mit dabei. Sehr schön. Hier bei ihm. Oh, eine Kralle. Das geht doch. Bin ich ganz zufrieden. Ja, ihr merkt, meine Stimme ist noch ein bisschen kaputt. Aber jetzt können wir endlich mal wieder schön Let's Play die Videos drehen. Ah! Oh, Marmelade. Das ist mein Schwert. Komm. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, offensichtlich, aber das bin nicht ich, das bist ja du, Edward. Ja, dann schauen wir doch mal weiter in dieser wundervollen Gegend hier. In welcher. Oh, was ist denn da? Nee, das ist nichts. Irgendwo muss auch hier das tote Moorholz liegen. Denn mehr Moor als das geht wohl kaum. Na, nu. Wer ist denn das? Gibt's doch nicht. Hier ist tatsächlich einer in den Sümpfen drin. Das muss ein Traum sein. Das kann nicht wahr sein. Hab ich die Zeichen doch richtig gedeutet? Der Vogeldreck auf meinen Klamotten, die vergammelte Rübe, kein Zweifel. Genau. Die Götter müssen dich geschickt haben. Und wenn es so wäre? Wahnsinn! Endlich wurde mein Flehen erhört. Sag, bist du gekommen, um uns von den Schatten zu erlösen? Bleib locker. Ich bin nur ein einfacher Mann. Wie, was jetzt? Du bist kein Abgesandter der Götter? Tja, wie sag ich das jetzt? Nein. Ach, verdammt. Und ich, Idiot, dachte wirklich, du wärst unser Retter. Wir sind verdammt. Die Schatten werden uns alle holen. Gab es in letzter Zeit Angriffe der Schatten? Es gab einen Ansturm der Schergen. Zum Glück konnten wir uns in der Hütte verbarrikadieren. Wir? Owen hatte es nicht geschafft. Der arme Teufel dachte wohl, er könnte sich ihnen entgegenstellen. Hoffentlich ende ich nicht wie er. Owens Vater, der alte Graham, kann einem ganz schön leid tun. Du scheinst sehr abergläubisch zu sein. Abergläubisch? Nein, ich bin einfach vorbereitet. Ich trage immer meinen Glückslöffel bei mir. Und siehe da, ich lebe noch. Glückslöffel? Ist das dein Ernst? Ach, du bist doch nur neidisch. Mit dem Löffel ist man ein gemachter Mann, sage ich dir. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir für 50 Goldmünzen. Scheinst ihn bitter nötig zu haben. Glaub mir, du wirst es bereuen, wenn du den Glückslöffel ausschlägst. Also, was sagst du? Na gut. Na schön, gib schon her das Ding. Da hast du. Und wehe, der taugt nichts. Der taugt was. Ha. Ah, das ist also Graham. Ein Fremder? Hier? Überrascht? Ja, ich dachte schon, man hätte uns vergessen. Seien wir mal ehrlich. Niemand interessiert sich für uns Rübenbauern. Kann es ihnen nicht einmal verdenken. Scheint so, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Du gehörst doch zu diesen Dämonenjägern. Wo seid ihr gewesen, als die Schatten über uns hergefallen sind? Mein Sohn ist tot. Er hätte Hilfe bei seinem Kampf gebrauchen können. Aber wenn du wirklich etwas unternehmen willst, sprich mit Becker. Ich möchte jetzt weiter um meinen Sohn trauern. Was gibt es sonst noch hier draußen außer deinem Hof? Nur Tod und Verderben. Sieh dich doch um. Meine Scheune ist abgebrannt und der Sumpf verheißt nichts Gutes. Und selbst diese Ruinen sind mir heutzutage nicht mehr geheuer. Aber jemand wie du kann dort sicher etwas Brauchbares finden. Sonst noch was? Südlich von hier ist natürlich der Strand, der nebenbei erwähnt gänzlich ungeeignet ist, um Rüben anzubauen. Warum seid ihr nicht geflohen? Dann wären Rüben und Saat verloren. Kann doch nicht die ganze Ernte aufgeben. Wenn die anderen gehen, ist es mir egal. Ich bleibe. Seit mein Sohn von den Schatten geholt wurde, sind meine Rüben das Einzige,
was mir noch am Herzen liegt. Aber die letzten paar Rüben verkommen nun auf unseren Feldern. Ich besorge dir deine Rüben. Das würdest du tun? Dank dir, mein Sohn. Ziehe so viele, wie du kannst, aus den Feldern. Okay. Ein schöner kleiner neuen Auftrag. Rüben ziehen. Warum nicht? Ich war sowieso schon immer ein Fan von der Harvest Moon-Reihe. Und daher... Aber wo sollen diese Rübenfelder eigentlich sein? Okay, da soll die Scheune sein. Verbrannte Erde. Das passiert, wenn man eine Klinge nicht zu führen weiß. Sind die auch überall Rüben, oder? Was sollen es überhaupt für Rüben sein, die da im Schlamm wachsen? Na gut, ich bin ja weder Rübe noch Bauer, von daher kenne ich mich damit nicht ganz so aus. Aber die Pilze, von denen weiß ich, dass ich sie gebrauchen kann. Hier hinten scheint gar nichts weiter zu sein, nur Sumpf. Ah. Eine Eisenmine. Und so graben wir uns durch das Erdreich. Auf der Suche nach Eisen und Gold. Fünfmal Eisenerz, ist doch schon mal etwas. So, weiter. Oh, was haben wir denn hier? Eine Blutkappe. Sieht selten aus. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nie eine gefunden. Aber, hoppa, noch was. Goldklee. Davon haben wir zwar schon einige und ich weiß auch nicht so ganz, wofür die gut sein sollen. Gucken wir mal hier. Hier ist keine Rübe. Und erkenne ich denn hier ein Feld? Sind die abgesteckten Teile hier die Felder? Ja, anscheinend schon. Oh, das war... zusammenhalten, schaffen wir das. Oh, verdammt. Der kam gebückt. Ach, da ist Becker, oder? Nee, doch nicht. Doch, da. Haben die eigentlich her? Ich hab die vorne. Sind die ganze Zeit im Haus? Ich hab da gar nichts gesehen. So, zeig her, was du bei dir hast. Kralle, Knochen. Das ist zwar nicht so viel wert, aber ich kann alles gebrauchen. Hier war ja nichts mehr. Es ist kein Rübenfeld. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Noch mehr von diesen. Jetzt, jawohl. Gut. Er hat jetzt, glaube ich, auch noch einen Schädel bei sich. Ah, ein Schädel. Oh oh. Aber hey, da ist Quarz. Ach, Gesundheit, Fiedel. Gut, komm her. Etwas näher. Ah, verdammt. Will man. Ein Schlag noch, da war's. Das war brutal. Das war in der Tat brutal. Und den Quarz hier nehmen wir auch gleich mit. Goldquarz. Den können wir auch prima wieder. Ah, verdammt, schon wieder ein Ghoul. Aufgepasst! Mist. Macht ihr das mal. Jetzt endlich. Ich muss ja auch mal mich nochmal heilen. Wir schlafen. Was? Nein! Was? Was ist denn jetzt passiert? Nein! Was ist jetzt irgendwie. Okay, der Ghoul ist. Verdammtes Schattengezücht. Schattengezücht auch. Eine sehr charmante Ausdrucksweise. Dieses elende, miese, landverschlingende. Da muss doch irgendwo noch ein Rübenfeld sein.
Oder haben wir jetzt doch schon alle abgeerntet? Ach, hier. So ein ganz kleines. Mal einen kleinen Blick in die Scheune werfen. Nee, da kommen wir gar nicht rein. Schade drum, denn die Balken versperren uns den Weg. Aber vielleicht können wir Graham jetzt einen kleinen Gefallen tun. Hier sind deine Rüben. Du hast sie schon? Hätte ich jemand anderes geschickt, würde ich wohl heute noch auf die Rüben warten. Zur Belohnung sollst du dieses Gold erhalten. Eigentlich wollte ich es an meinen Sohn weitergeben. Aber... Ich verstehe schon, danke. Ach. Ah, das ist Becker. Nein, ein Überlebender? Hier? Unmöglich. Nicht so unmöglich. Störe ich? Nein, bitte entschuldige. Ich war nur so überrascht. Seit die Brücke über den Lavastrom nicht mehr ist, hätte ich nicht gedacht, in nächster Zeit hier jemanden anzutreffen. Aber sag, hast du Hunger? Was hast du anzubieten? Hier, nimm das und stärke dich erstmal. Es ist nicht viel, aber was ich entbehren kann, teile ich. Danke. Ich sag immer, essen muss man ja. Auch wenn ich befürchte, dass wir bald nichts mehr zu essen haben werden. Gehen euch die Vorräte bald aus? Noch kommen wir über die Runden. Aber wenn diese Kreaturen uns noch einmal angreifen, wird kaum etwas übrig bleiben. Nicht einmal Owen, Grahams Sohn, konnte ihnen etwas entgegensetzen. Wo haben sich die Kreaturen versteckt? Beim alten Leuchtturm im Süden. So, ich sehe gerade, dass wir schon lange, lange mit der Folge fertig sind. Das heißt, ich verabschiede mich. Das war Folge Nummer, ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Ja, in dem Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Risen Dry Titan Lords. Dabei mal auch mal ein bisschen weiter im Sumpf aufräumen und dann vielleicht mal auch der anderen Insel erstmal einen Besuch abstatten. Und schließlich müssen wir auch die anderen Magier überzeugen. Leute, das war's von mir. Macht's gut, bis dahin. Ciao.